Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher. Wir sind hier bei der Party bei Shani und der Quest sagt, wir sollen was trinken. Wir wollten ja unseren Wodka. Nein, denn ich glaube, den haben wir Shani gegeben. Trinken wir Bier. Ich glaube, wir müssen uns B trinken. Macht man das so bei Partys? Ich glaube hier schon. Habt ihr jemanden eingeladen? Sultan Shivai. Kennt ihr ihn? Nein, aber ich würde ihn gern kennenlernen. Prächtig. Sultan und ich sind stets gut miteinander ausgekommen. Hätten so jemanden total Unsympathisches einladen sollen. Boxfleisch oder so. Ich habe nachgedacht und habe eine Frage. Tut euch keinen Zwang an, Rittersporn. Das steht euch nicht. Nehmen wir an, euer nächster Auftrag wäre ein Vampir. Was würdet ihr tun? Das zweite. Nein, das ist in den Büchern. Reist Geralt mit einer Gruppe von Gefährten durch die Welt. Ja. Und darunter ist auch ein Vampir, der das Bluttrinken abgeschworen hat. Deswegen diese Frage. Ach so. Ja gut, aber wir würden ihn trotzdem erschlagen. Nein. Klar. Dann doch nicht immer. Ich denke schon. Ihr habt gesagt, wir haben so viel zusammen durchgemacht. Ihr müsstet es also wissen. Wenn ich euch nun sagen würde, dass ihr einen Kompromiss mit diesem Vampir schließt. Ich würde die 1 nehmen. Ach. Rittersporn, glaubt mir. Wenn man zum Beispiel einer Bruxa sagen könnte, dass sie Kaninchen jagen soll, wäre ich schon lange arbeitslos. Was ist mit höheren Vampiren? Die sind selten. Ich weiß es nicht. Ich zeige euch, was Bluttrinken für einen höheren Vampir bedeutet. Rittersporn. Prosit. Prosit. Starkes Zeug. Aber gut. Ihr wolltet meinen Horizont erweitern. Habe ich mit dem letzten Glas doch schon getan. Hört auf einen Mann, der sich im Leben auskennt und das Gedächtnis nicht verloren hat. Höhere Vampire trinken Blut, so wie wir... Oh, es kommt jemand. Sultan Shivai, holde Maid. Ist lange her, Ritter Sporn. Oh, willkommen, Geralt! Seid gegrüßt. Hallo, Sultan. Ich brauch jetzt was Gutes zu trinken. Kommt sofort. Schenkt eine Runde ein, Geralt! Ja, gleich haben wir uns totgesoffen. Ja, aber was hat's denn jetzt mit den Vampiren auf sich? Ja, wie er gesagt hat, höhere Vampire trinken Blut, so wie wir Alkohol, quasi als Genuss. Ach so. Ja, das ist aber auch also nicht mit. Nicht ums zu überleben. Also in diesem Fantasy-Universum. Ja, aber nur die höheren, oder? Ja. Die niedrigeren haben ja keinen. Sind ja dem Wahnsinn verfallen. Ja. Und deswegen Schwerttränke, ihr wisst schon. Ja. Kommt drauf an, wen wir begegnen. Wie gesagt, vor unserer Amnesie hatten wir einen Vampir als Freund. Starkes Gesöff. Meine Augen tränen. Schnaps ist das Beste, das sage ich schon immer. Kommt drauf an, für ein romantisches Abendessen taugt Schnaps nicht. Nicht des Geschmacks, sondern der Wirkung wegen. Meine Eudora und ich haben uns oft einen Krug gegönnt und keinerlei Nebenwirkungen bemerkt. Ich bevorzuge Wein, aber ich habe nichts gegen Schnaps, wenn er in Maßen genossen wird. Hochwertiger Schnaps findet auch in der modernen Medizin Anwendung, wie Shani bestätigen kann. Ja, er ist ein ausgezeichnetes Desinfektionsmittel. Nicht nur. Er wärmt den Körper, vertreibt Schmerzen und bannt Schwäche. Machen wir die Probe aufs Exempel. Prosit! Ich glaube, wir hätten nicht so viel trinken sollen schon vorher. Oh Gott.
Ja, lange können wir uns nicht mehr auf den Beinen halten. Also, wie ich schon sagte, höhere Vampire brauchen kein Blut, anders als die niederen. Weder menschliches noch sonst welches. Blut, mein lieber Monstertöter, ist wie Alkohol für sie. Wo habt ihr das erfahren? Bei den haarigen Eiern der Spinne, das stimmt. Bin ich der Einzige, der nicht mehr durchblickt? Nein, ich verstehe es auch nicht. Rittersporn, worauf wollt ihr hinaus? Geralt, ihr habt einen wahren Freund gehabt, der ein Vampir war. Hatte ich etwa auch einen Freund, der ein Drache war? Ja, auch das, der Scherz geht auf euch. Wie auch immer, es stimmt. Sein Name war Regis. Sultan kann es bezeugen. Er war euer Freund und konnte mit bloßen Händen rotglühende Hufeisen aus dem Feuer holen, ohne sich die Finger zu verbrennen. Was geschah mit diesem Regis? Emil Regis Rohelek Terziev Godefroy starb im Kampf an eurer Seite. Trinken wir auf ihn und die anderen Gefallenen. Trinken wir. Auf Caleb Straton! Auf Rotschopf! Oh, gleich ist vorbei. Ja, wir müssten uns mal setzen. Das können wir nicht. Das ist eine Party nach meinem Geschmack. Ja. Ankommen, wirklich 15 Sekunden zuschütten und dann rumtrocknen und dummes Zeug erzählen. Was ist? Erzählt mir von der Schlacht von Brenna. Wir waren zu viert und mussten tausende Verwundete versorgen. Ich habe das Zelt nie verlassen. Ich bewundere euch, Shani. Es war einer der schlimmsten Tage meines Lebens. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, dass ich Sultan eingeladen habe. Ich mag ihn. Da bin ich aber froh. Das Fest geht weiter. Sehr aufschlussreich. Habt ihr Hunger? Ein wenig. Wir haben Brot, doch wir sollten es nicht trocken essen. Wir brauchen Schmalz. Die Oma unten hat sicher einen vollen Schmalztopf. Ihr macht Witze. Die Mumie hat sicher Schmalz und vielleicht sogar eingelegtes Gemüse. Shani? Lasst euch aber nicht erwischen, Geralt. Ich bezahle sie morgen. Moment mal, warum ich? Zwerge sind nicht gerade Leisetreter. Shani würde niemals herumschleichen und Rittersporn. Also, der würde es vermasseln. Doch, wir sind betrunken, wir machen das. Na gut, bin gleich zurück. Ich habe jetzt nicht schon gelootet und weggeworfen. Ja, ich hoffe, die Entwickler waren da so weitsichtig, das so zu programmieren, dass das dann vielleicht ein neues spawnt. Ja, wir machen uns im Weg. Wenn vielleicht fühle ich wie eine Katze. Wenn wir so betrunken wären. Ich würde jetzt wirft uns raus, weil wir betrunken sind. Also, wo ist denn das Schmalz im Fass? Das berühmte Schmalzfass. Könnte man nicht das Schwert ziehen, dann kann man doch schneller laufen, oder? Geht hier drin nicht. Ah, bitter. Salpeter. Eingelegtes Gemüse. Das ist bestimmt in der Kasse, in der Kiste da hinten. Der. Manchmal war voraus schon und hat gesagt, der Spieler ist dann eh schon betrunken. Ja, nimm das auch ruhig mal mit. Dann können wir sagen, wir haben keinen Schmalz gefunden. Ihr habt den Dörrobst. Die Birne. So ein Kleiderschrank ist das. Wo sind die Alte eigentlich? Unterwegs. Die kommt wahrscheinlich erst, wenn wir was haben. Müssen wir uns rausreden. Ich hab das nicht geklaut. Stehen denn Shani und die Alte in irgendeinem näheren Verhältnis zueinander? Nein. Sondern die hat da also sich einfach nur eingenistet. Ja, die vermietet das unter. Ja.
Oh, oh. Was? Ihr seid ja betrunken. Gar nicht wahr. Raus! Lasst euch nie mehr hier blicken. Das ist jetzt natürlich nicht so optimal. Suchen sollten. Na, was soll er sonst machen? Jetzt ausnüchtern und wieder zur Party gehen. Erfolg gehabt! Was? Ihr seid ja betrunken! Gar nicht. Raus! Da muss er jetzt wohl irgendwo schlafen. Wo ist denn die nächste Gelegenheit? Hier um die Ecke müsste Kalkstein sein. Wir hatten Bettchen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, das dauert, bis wir da sind. Schwer ziehen geht auch nicht? Nein. Warum geht denn das nicht? Ja, weil es Tag ist. Wird man nur Unsinn mitmachen. Es sind keine Feinde in der Stadt. War aber eine schöne Feier. Flur, was ist denn eigentlich? Ja, waren wir so eine Art Frühschoppen. Ja, wir haben nicht dann jetzt aus, dann gehen wir wieder hin. Weiter sind immer noch dran. Ich glaube. Boah, ist das lahm alles jetzt. Schöne Effekte hier. Wie in echt. Und dann richtig schwummrig, wenn man drauf guckt. Warum warten und hier? Solange die nur schwummrig wird. Den ich meinst hier noch verfolgen zu müssen. Und die besten 3D-Effekte hier. Brauchst du nur noch so eine 3D-Brille? Also ja 3D. 3D. Das ist die Zukunft. Ja. Ja, ich glaube, dass 4D die Zukunft ist. 3D hat jeder, meinst du? Ja. Ja, 3D kann nicht jeder. Aber wie redet der noch mit uns? Wird mir ja angeschuldigt. Ja, ich glaube, das ist nicht so. Der ist vergiftet. Das muss Kalkstein gewesen sein. Ist er denn der einzige Alchemist hier? Dieser Super Schurke, unser Gegenspieler ist Magier. Viel Glück! Ja. Da haben wir uns natürlich ordentlich verdorben mit ihm. Ganz umsonst hier hingetorkelt. Wo ist die nächste Gelegenheit? Ein Haus weiter. Vivaldi. Der ist noch gut mit uns zu sprechen? Möglicherweise. Ich glaube, da haben wir nichts gemacht. Außer, dass wir seine Elfenkumpanen getötet haben, an die er einen Brief schreiben wollte. Weiß er das? Ich glaube nicht. Beziehungsweise, ich präzisiere die Frage, weiß er, dass wir daran schuld sind? Ja, hier, Vivaldi, die waren irgendwie tot, als ich angekommen bin. Ja, aber ich hab nichts damit zu tun. Weiß ich auch nicht. Nichts dafür. Ja, was ist denn sein Haus? Auch kann die Hure uns nicht tragen. Ich will. Raus! Oder ich rufe den Boss. Was? Warum konnte man nicht den bestechen? Ich glaube nicht, dass wir sie bestochen haben. Warum warten und hier verrotten? Ich glaube, wir wollten einfach zu wenig bezahlen. Ah. Ja, was hat sie jetzt trotzdem genommen, die 80 oder was? Ja. Nee, das ist. Nein. Verdammt.
Schnaps. Vivaldi, komm zu uns. Können wir uns ruhig mal entgegenlaufen. Hoffentlich kann man überhaupt schlafen. Alle sind verrückt geworden. Was? Gott sei Dank. Dann denke ich, sollten wir hier den Cut machen. Ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin.